Abgefahren. Ja, hallo, hier ist der Franz, Josef aus Wien und ich liebe dein Wartungsgerät, hab da alles, ganz Utensilien, die man braucht, auf einen Rollstuhl gepackt und so bin ich unterwegs, auch in der U-Bahn, mobilen, in der Stadt unterwegs. Und es ist auch spannend, wenn die Leute mich in der U-Bahn sehen. Sind sie oft ganz erstaunt, was da alles reinkommt. Und eine Frau hat einmal gesagt, oh, faszinierend, ein ganzes Krankenhaus, eine Intensivstation in der U-Bahn, was haben sie denn da alles? Und ja, ich möchte es heute auch zeigen. Ich habe lange rumgedüftelt, wie man die ganzen Sachen, die man braucht, wenn man beatmet ist, damit man im Notfall auch reagieren kann und bekommen kann durch Assistenz, wie man das alles am Rollstuhl verstauen kann. Also zunächst habe ich da mal zwei Seitentaschen und das ist wichtig, weil das ist die Tasche, wo man gleich alles griffbereit hat. Eine linke Seitentasche habe ich so NaCl-Flaschen, also Salzwasserlösungen, falls ich keine Luft mehr bekomme und befeuchtet werden muss, damit sich die Schleim los kann, man ja kann erst endlich reingreifen und die Atemkanüle spülen, was im Notfall ganz wichtig ist. Und eine Spritze Zuckermistat drinnen. Da gibt es den Rucksack hinten. Dort habe ich drin eine Kabelrolle, damit ich immer eingesteckt werden kann, wenn ich irgendwo bin, damit mein Beatmungsgerät Strom bekommt. Und vor allem auch mein Befeuchtungsgerät, das arbeitet nämlich nur mit Strom. Deswegen, wenn ich hinkomme, suche ich sofort eine Steckdose und weil das im Rucksack drinnen ist. Der Ambo-Beutel, ganz wichtig, das wichtigste Utensil, sage ich immer bei der Einschulung der Assistentin, euer Freund und Helfer. Hinten drinnen sind zwei Röhren, wo es Katheter gibt zum Absaugen, Absaugkatheter und im anderen Rohr gibt es Urinalkatheter, um mich unterwegs auch zu kathedern, katheterisieren, falls ich auf die Toilette muss. Ja, und unten haben wir im Rollstuhl einen Zubau gemacht, also mein Orthopädietechniker hat das gemacht, das ist super. Das ist Stauraum, der ganz wichtig ist, nämlich für ein mechanisches Absauggerät, wo man mit treten, mich absaugen kann. Das ist toll, wenn man das unabhängig von Strom und anderen Sachen. Da kann man jederzeit absaugen. Katheter sind, wie gesagt, in dem Rohr darüber. Dann gibt es eine Box mit einer Kanüle, die vorbereitet ist schon mit den Einstellungen. Das ist die sogenannte Notfallkanüle, wenn gar nichts mehr hilft, beim Absaugen nicht hilft, Spülen und Absaugen nicht mehr hilft, dann muss man die Kanüle wechseln. Das kann immer und überall sein, U-Bahn im Lift, ja, im Park, weiß Gott wo, Kanüle raus und die Notfallkanüle rein. Passiert Gott sei Dank ganz, ganz selten. Ja, und dann gibt es noch etwas Wichtiges, nämlich eine zweite Box mit zum Katheterisieren, wenn ich auf die Toilette muss. Das sind Handschuhe drin, ein Mini-Octanisept, das ist ein Desinfektionsmittel, Spray, das ist Mini-Form, und auch Topper, also
Tupfer zum Reinigen. Genau, damit alles steril und sauber katheterisch abläuft. Und worauf ich ganz stolz bin, zuletzt nehme ich die Urinalflasche, weil das war die größte Herausforderung beim Überlegen, wie nehme ich diese Urinflasche mit, die riesig ist und die, ich wollte nicht, dass die irgendwo da rumbaumeln und wird kein gutes Bild von mir abgeben. Und habe ich etwas im Internet gefunden, nämlich einen Urinbeutel. Das ist eine tolle Sache, ein Mini-Ding. Das ist auch schon wie eine alte Filmrolle. Man macht den Stöpsel auf und kann den Urinalsack ausbreiten, auslehnen. Genau, und dann kann man katheterisieren. Das funktioniert wunderbar. Danach wäscht man das Ganze wieder, steckt das rein und gibt es wieder in die Box. Und so hat alles auf meinem Rollstuhl Platz. Was ich noch vergessen habe, ist, im Rollstuhl drinnen gibt es ein kleines Gerät, das den Sauerstoff messen kann. Das habe ich zwar nie gebraucht, aber im Notfall ist es wichtig, wenn man nicht weiß, was ist los. Dann kann man messen, ob ich genug Luft und Sauerstoff kriege. Ja, das ist es schon. So bin ich kompakt unterwegs. Und vielleicht sind es auch wichtige Hinweise für euch, wie ihr es managen könnt. Schreibt mir, was, wie ihr es macht, und wir können uns gerne austauschen und weitere Tipps, wie ihr zu dieser Urinalflasche kommt, findet ihr hier unten. Abgefahren.